Riesige Auswahl und vor allem super billig. Viele neue Schnäppchen-Discounter eröffnen gerade in den Fußgängerzonen oder auch am Stadtrand. Und da gibt es praktisch alles. Von Schreibwaren über Elektroartikel bis hin zu Deko-Schnickschnack. Aber was können diese Schnäppchenläden wirklich und was nicht? Wir haben uns den Marktführer Teddy mal genauer angeschaut. Kitschig, aber praktisch. Ein Schnickschnackladen. Aus jedem Bereich ist irgendwas dabei und man findet immer irgendwas. Ich glaube, Teddy ist sehr günstig. Ne? Wir sind beim Non-Food-Discounter Marktführer. Große Verkaufsflächen, ein riesiges Angebot und alles angeblich super billig. Stimmt das? Wir machen den Preischeck, untersuchen, mit welchen Tricks der Non-Food-Discounter uns das Geld aus der Tasche zieht und was die vermeintlichen Schnäppchen taugen. Warum boomen diese Non-Food-Discounter so? Erstens, die Preise. Ist der Non-Food-Discounter wirklich so billig wie sein Ruf? Viele haben den Eindruck, hier stets das beste Schnäppchen zu schlagen. Wenn ich etwas will, dann gucke ich und schnapp mir dann den günstigsten. Meistens ist es immer Teddy. Wir gucken auch im Internet, wo wir sagen, hey, wow, super, was teilen. Da fahren wir doch zu Teddy, weil die haben es, keine Ahnung, 10 Euro billiger. Sicher? Wir schicken Testkäufer los. Jeder bekommt 100 Euro. Da wir in dieser Berliner Filiale keine Drehgenehmigung bekommen haben, shoppen sie ohne uns. Eine Stunde später? Steve hat für seine 100 Euro 5 Tüten Kleinkram bekommen. Caro hat auch Größeres dabei. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. Die Sachen waren dann doch ein bisschen teurer als gedacht. Ich habe viele Dekoartikel, Blumenständer. Um Bewerbungen zu schreiben, tolle Kopfhörer. Und einen super Koffer, weil ich ja sowieso viel reise. Und noch eine ganze Tüte Krimskrams. Ich bin zufrieden eigentlich. Zu Hause sortieren sie alles nach Preisen. Rechts ein Stapel mit allen 1-Euro-Produkten. Links alles, was teurer ist. Dabei zeigt sich, der Discounter-Marktführer hat zwar einst als 1-Euro-Shop angefangen, aber heute kosten 50% des Sortiments erheblich mehr. Auch wenn es manchmal nicht den Anschein macht. Das beste Beispiel sind diese Stifte und diese Stifte. Die hier kosten 4 Euro und die kosten 1 Euro. Aber man guckt da gar nicht so drauf. Man denkt, es kostet alles 1 Euro. Man greift sich einfach verschiedene Packungen und dann kommt die Überraschung. Aber sind das trotzdem alles Schnäppchen? Wir nehmen Stichproben und vergleichen die Preise mit Supermärkten und Fachgeschäften. Und tatsächlich, einiges ist beim Non-Food-Discounter extrem billig, wie dieser Aktenordner. Teddy-Preis 1 Euro. Bei Rewe und Edeka kostet die gleiche Größe 1,79 Euro, also 79 Cent mehr. Und in einem Berliner Fachgeschäft geht's erst ab 4,50 Euro los. Aber wir finden auch Produkte, die teurer sind. Diese Markenkekse zum Beispiel. Teddy-Preis 2,50 Euro. Bei Rewe nur 1,99 Euro. Das ist auch der Edeka-Preis. Beide Supermärkte also 51 Cent billiger. Man muss also aufpassen, warnt die Konsumforscherin Carmen Schenkel. Die Preise bei Teddy sind nicht alle per se unglaublich günstiger und günstiger als woanders. Das sollte man sich bewusst machen. Denn einzelne Produkte sind durchaus im Supermarkt um die Ecke noch mal günstiger, als es bei Teddy der Fall ist. Nur was ist hier besonders billig? Gerüchte kursieren, dass gern B-Ware oder Restposten zu Schnäppchenpreisen verschleudert werden. Aber das streitet Vertriebsleiterin Liridona Gashi ab. Viele denken, wir sind ein Sonderpostenmarkt. Dabei bestehen nur 2% unseres gesamten Sortiments aus Sonderpostenartikel und 70% des Sortiments werden tatsächlich nur für Teddy produziert und hergestellt. Ähnlich wie die Lebensmittelbranche lässt also auch der Non-Food-Riese eigene Produkte produzieren. Die kann man besonders günstig anbieten, erklärt die Einkaufsleiterin. Wir gehen direkt zum Hersteller, lassen direkt für Teddy produzieren, haben unsere eigenen Designs und dadurch sparen wir enorm Kosten. Der Unternehmenssitz in Dortmund, inklusive Zentrallager. 30% lässt man in Deutschland fertigen, den Rest in Asien und Europa. Und zwar in Massen. So ein Fachhändler hat ja vielleicht nur 3-4 Fachmärkte. Wir haben natürlich unsere 1900 Filialen europaweit, die wir beliefern. Durch die großen Einkaufsmengen bekommt das Unternehmen Rabatte, die es an seine Kunden weitergeben kann. Die Folge? Mitunter echte Schnäppchenpreise.
Auch Markenartikel sind zu 30% im Sortiment. Mal preiswerter als woanders, aber manchmal eben auch teurer. Wir haben Produkte gesehen, die sehr, sehr günstig waren, auch wenn es um Eigenmarken geht. Das ist unschlagbar, was man da sieht. Aber es gibt natürlich auch Produkte, die man in Angeboten in anderen Märkten deutlich günstiger erwerben kann. Und gerade so Mitnahmeprodukte wie Süßigkeiten, die man sich noch schnell einmal einpackt. Genau da sollte man noch mal hingucken, ob das wirklich ein guter Deal ist. Es gibt keine Tiefpreisgarantie. Daher immer Preise vergleichen. Zumal man mit cleveren Verkaufstricks dem Kunden das Geld aus der Tasche zieht. Klassisch ist, dass diese hier oft mehr kaufen als geplant. Das riesige Angebot spielt dabei eine entscheidende Rolle. 10.000 Produkte auf 2.000 Quadratmetern. Von Schreibwaren bis Dekokram. Hier gibt's scheinbar alles. Der Vorteil ist, dass der Kunde bei uns alles in einem Store bekommt und nicht beispielsweise seine Drogerieprodukte in einem Geschäft kaufen muss und in einem anderen Geschäft seine Schreibwarenprodukte, sondern alles in einem mit einem Kauf bei uns erledigt hat. One-Stop-Shopping heißt dieses für manche verwirrende Konzept. Ich suche noch was für meinen Schreibtisch. Ich gehe weiter, ich suche weiter. Hier soll für alle was dabei sein. Ich habe Balkonpflanzen geschenkt bekommen heute und wollte jetzt Töpfe dafür kaufen. Für die Kinder so ein Planschbecken. Wenn ich einfach mal einen Ordner brauche, dann kriege ich aber auch Toilettenpapier oder eine Toilettenbrille. Erspart wahnsinnig viel Zeit. Für die Konsumforscherin haben die Non-Food-Discounter damit eine neue Nische besetzt. Wenn Sie Schreibwaren benötigen, wo gehen Sie hin? Fragen Sie sich das mal. Es ist sehr, sehr schwer, denn kleine Fachhändler um die Ecke gibt es nicht mehr so gehäuft wie früher. Und auch die großen Kaufhäuser, die eine ganze Abteilung dazu hatten, auch das wird immer seltener. Teddy als Kette deckt ein breites Spektrum ab und bietet dann doch noch einen Föhn an, wo ich sonst für jetzt schon einen großen Markt außerhalb der Fußgängerzone fahren müsste. Dieses breite Angebot wirkt sich auf das Kaufverhalten aus. Das war geplant fürs Enkelkind. Und was ist es geworden? Bluse und noch eine Brille. Der Besen, der war definitiv nicht geplant. Den haben wir jetzt mitgenommen, haben ihn halt gesehen und ja, einfach geschnappt. Ne? Man will immer nur für einen Teil kommen, aber dann wird doch immer mehr. Das Überangebot ist jedoch nur einer der Tricks. Zusätzlich präsentiert der Discounter alles ganz bewusst in einem wilden Durcheinander und auf Wühltischen. Eine Wühltischatmosphäre löst die Kaufbremse deshalb, weil sie glauben, sie entdecken da. Das ist Aktionsware. Und das ist deutlich mehr gegeben, wenn etwas ja, unstrukturierter dasteht, unordentlicher dasteht, weil dann traue ich mich auch, dorthin zu gehen, es anzupacken. Der Discounter will, dass der Kunde auf Schatzsuche geht. Wie diese Damen gerade. Stöbern weckt nämlich Bedürfnisse, die es vorher gar nicht gab. Das ist das, was wir sehr, 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 sehr gerne uns irgendwann mal holen werden. 50 Euro. Solche Jagdinstinkte, verrät uns die Vertriebsleiterin, weckt der Discounter zusätzlich durch extra dekorierte Themenwelten. Der Kunde, der beispielsweise nur ein Teelicht möchte, sieht, dass er vielleicht doch noch einen Teelichthalter dazu gebrauchen könnte. Und entdeckt er vielleicht noch einen kleinen Frosch, wo er sich dann denkt, ja, den könnte ich doch vielleicht auch mit bei mir in die Wohnung platzieren. Und das führt natürlich dazu, dass der Kunde doch im Endeffekt den Laden mit mehr Produkten verlässt, als er ursprünglich geplant hat. Bei diesen Kundinnen funktioniert das Konzept. Wenn man halt so ein kleiner Deko-Fetischist ist, dann wird man absolut inspiriert. Dann ist auch mal das Herz ganz schön und das haben wir auch im Fenster und man guckt ja auch bei den Nachbarn und möchte dann so ein bisschen mit Konkurrenz halten. An der Kasse summiert es sich dann. Geplant waren die Rosen. Ja, die Hupen hatten wir immer auf dem Schirm. Da ist sie. Man sagt kitschig, aber praktisch. 18,10 Euro. Hervorragend. Ja, das ist unser Durchschnittseinkauf. Die Sachen, die wir jetzt Beute gemacht haben, würde ich sagen, passt das alles recht gut. Zum Leid der kleinen Fachhändler breitet sich dieses Billig-Kaufhaus-Konzept in Deutschland immer weiter aus. Beim Non-Food-Discounter geht es 2004 mit der ersten Filiale im Ruhrgebiet los. Unter Beteiligung der Unternehmensgruppe Tengelmann, der immer noch rund 30% gehören. Heute gibt es rund 1.900 Läden. Mit 16.000 Mitarbeitern in 5 Ländern Europas.
Jahresumsatz 2016 über 963 Millionen Euro. Und so wächst das Unternehmen derzeit mit 3 neuen Filialen pro Woche rasant weiter. Wir erhalten als erstes TV-Team Zutritt zur Bauabteilung in der Dortmunder Zentrale. Das Aufwendigste ist natürlich erstmal die Ladenflächen zu finden und anzumieten. Und zwar dort, wo sich die Sparfüchse schon tummeln. Wir suchen bevorzugt natürlich Discounter-Umfelder, damit wir auch da die gleiche Zielgruppe abfangen können. Das Renovieren der neuen Ladenflächen verschlingt je nach Zustand 2 bis 8 Wochen. Danach geht alles ratzfatz. Wir haben spezielle Neueröffnungsteams, die bundesweit eingesetzt werden und genau für diese Neueröffnung spezialisiert sind und wirklich die ganze Woche nichts anderes machen, als sich mit unseren Neueröffnungen zu beschäftigen. Diese Taskforce baut alle Regale auf und räumt die Waren ein. So kann jede neue Filiale in nur 5 Tagen eröffnen. Nur, was ist mit der Qualität der Schnäppchen? Unsere Testeinkäufer wählen 4 Alltagsprodukte aus ihrer Non-Food-Discounter-Beute aus und testen sie. Als erstes, was taugen diese 3 Bratpfannen für 10 Euro? Ich brauche auch nicht viel Kraft, dann kann man es schon verbiegen. Steves Schwenktest dauert keine Minute. Also der bricht jetzt nicht komplett ab, aber doch jetzt abgebrochen. Das war's. Ich finde aber auch für 10 Euro sollten die schon länger als 2-3 Tage halten. Das war jetzt nichts. Und lohnt sich dieser Mixer? 10 Euro kostet er. Stabil, fest, sieht doch ganz okay aus. Testerin Caro ist positiv überrascht. Das Gerät funktioniert eigentlich tipptopp. Gerade für Leute, die ab und zu backen, ist es ein super Gerät. Doch in der Gebrauchsanleitung entdeckt Steve einen Haken. Nehmen Sie den Mixer nicht länger als 5 Minuten in Gebrauch. Oh. Der Motor kann sich überhitzen. Ich jetzt als Backanfängerin brauche vielleicht ein bisschen länger. Hätte er das jetzt nicht gesagt, hätte ich jetzt noch 20 Minuten hier damit gestanden. Beim 10-Euro-Mixer Abkühlungspausen einhalten. Dann mixt man damit sicher. Jetzt der Filzstift-Test. Was taugen 18 Stück für 1 Euro vom Non-Food-Discounter im Vergleich zu deutlich teureren Markenstiften? Caro testet das Schnäppchen. Stückpreis nicht mal 6 Cent. Ich bin absolut überrascht von diesem Stift, weil der erste Eindruck war die schlechte Verarbeitung. Er sieht sehr billig aus. Ich dachte, okay, 2 Striche und er ist aus, aber er ist richtig gut. Steves Markenstift ist 5-mal so teuer, Stückpreis 30 Cent. Ich dachte, dass der Stift ein bisschen mehr drauf hat. Die Farbe ist auch nicht so knallig, also die ist nicht so intensiv rot halt, die ist sehr hell. Auch die Farbmenge ist unterschiedlich. Caros Billigstift schwächelt früher, im teuren Stift steckt mehr drin. Trotzdem gewinnt für beide das Discounter-Schnäppchen. Ich finde, diese Stifte sind trotzdem sehr zu empfehlen, weil kein Mensch malt jetzt eine Stunde lang eine rote Fläche aus, ja? Der wird schon lange halten. Ich würde den günstigeren Stift kaufen und eher dann noch 2-3 Stifte nachkaufen. 18 Stifte für 1 Euro, die wirklich gut malen, kann man nichts falsch machen. Als letztes wollen wir wissen, was diese Kopfhörer für 6 Euro taugen. Sind sie stabil? Bei den meisten ist es ja so, dass das Plastik hier ziemlich hart ist. Das heißt also, es lässt sich nicht so gut dehnen. Und ich muss sagen, nee, es ist ziemlich angenehm. Beim Soundcheck sind zwar die Bässe etwas schwach, aber für 6 Euro erwartet Steve auch kein Profi-Produkt. Ja, also ich bin begeistert. Richtig cool. Und für 6 Euro finde ich den Sound echt geil. Nur 1 von 4 Testschnäppchen fällt durch. Bei den anderen stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Keine Überraschung für die Konsumexpertin. Mittlerweile ist es so, dass die Schnäppchenkultur in Deutschland dazu geführt hat, dass Anbieter immer qualitativ hochwertiger anbieten. Man kann das leider nicht durchweg sagen, aber wenn Sie schauen, ob ein Prittstift von der Eigenmarke genauso gut klebt und so lange hält wie ein Markenprodukt, dann werden Sie oft zu dem Schluss kommen, dass das tatsächlich so ist. Unser Fazit? Grundsätzlich gibt's beim Non-Food-Discounter Marktführer echte Schnäppchen. Bei dem verwirrenden Überangebot müssen sich die Kunden aber als Schatzsucher verstehen. Denn manches ist eben auch teurer als in anderen Läden. Die Qualität der meisten Produkte ist für den Preis durchaus angemessen.